Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 24. Juli. Heute haben wir dabei TikTok, Daimler, Bosch, Apple und Netflix. Beginnen tun wir mit TikTok. Die haben jetzt anscheinend JukeDeck gekauft. Das ist ein Startup aus Großbritannien und die haben sich darauf spezialisiert, Musik zu erstellen mit künstlicher Intelligenz. Sprich, sie können ein Video analysieren und passend zu dem Video Musik erstellen. Und ja, irgendwo macht das schon Sinn für TikTok, die ja ganz viel mit Musik und Video zu tun haben. Und ja, vielleicht wird die Technologie ja in einer der nächsten TikTok-App-Updates eingebaut sein. Man weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wie sich der Gigant aus China jetzt auch so ein bisschen noch mehr breiter aufstellt in westlichen Ländern, nicht nur mit Nutzern, sondern auch ja, mit Zukäufen. Bleiben wir aber mal in Deutschland. Da hat die hiesige Automobilindustrie jetzt in einem weiteren Schritt getan, denn Bosch und Daimler haben jetzt eine Zulassung bekommen, dass sie autonomes Einparken ohne Fahrer testen können. Und das bedeutet, man fährt beispielsweise mit seinem Auto vor die Schranke im Parkhaus, steigt aus und das Auto parkt sich alleine ein, findet einen Parkplatz und wenn man zurückkommt, dann klickt man in der App einfach auf irgendeine Schaltfläche und das Auto parkt sich aus, fährt zur Ausfahrt und man steigt dort ein. Diese Technik ist natürlich noch nicht serienreif, also ist auch noch in kein Serienauto eingebaut, aber sie forschen damit. Und wie gesagt, Sie dürfen das jetzt testen und es wird auch bereits in einem Stuttgarter Parkhaus damit experimentiert. Und so sollen halt auch unter anderem Parkplätze gespart werden, weil viel effizienter ja, die Autos da ein- und ausparken können, obwohl sie eventuell ja, wenn man halt auch nicht ein- und aussteigen muss, obwohl sie dann natürlich auch weniger Platz benötigen, dadurch, dass man eben die Tür nicht mehr aufmachen muss. Und man fährt auch nicht mehr so viel rum und sucht einen Parkplatz. Also auf jeden Fall eine sehr gute, interessante Technologie, wie ich finde. Und wenn wir schon bei Autos sind, die Apple-Autos sind ja unterwegs auf deutschen Straßen. Sprich, für Apple-Karten werden Bilder geschossen, also analog zu Google Street View. Und da hat Apple jetzt auch eine Webseite veröffentlicht, auf der man nachgucken kann, ob seine Stadt dabei ist. Und ganz ehrlich, gefühlt ist ja jede Stadt und jeder Landkreis mit drin. Also schon allein, wenn ich bei mir bei Nordrhein-Westfalen reingucke, da wüsste ich jetzt nicht, was da fehlen sollte. Das klingt schon mehr so nach, ja, hier wird flächendeckend das Auto ausgefahren und das findet halt von Juli bis September statt. Also wenn ihr mal so ein Auto seht, knipst es und tweetet es doch dann mal mit dem Geek Talk gementioned. Und wir wissen ja alle, in Indien wird auch viel getestet, wobei wir vorhin ja auch schon beim Testen waren mit Daimler und Bosch. In Indien testet ja zum Beispiel auch Facebook ganz gerne, aber auch Netflix. Und dort testen sie gerade einen total günstigen Plan, also ein Abo für Netflix für $2.80. Und das Interessante dabei ist, klar, ist natürlich spottbillig. Und warum? Weil er nur mobile funktioniert. Also sprich, der Plan würde nur auf Mobile Devices funktionieren. Und eventuell kann man dadurch halt neue Nutzer gewinnen, die vielleicht Netflix zum Beispiel auch nicht am Fernseher gucken oder am Computer. Und kann da vielleicht niedrige Daten ausspielen, weil ja die Screens nicht so groß sind. Andererseits, so ein Retina-Display zieht ja vielleicht auch. Man weiß es nicht. Also ich zumindest nicht. Auf jeden Fall spannend und wenn das gut angenommen wird, würde es mich nicht wundern, wenn wir da vielleicht auch mal solche Pläne in Europa oder Amerika sehen. Aber ich glaube, die sind eher auch spannend für ja, Schwellen- und Dritte Weltländer. Jupp, und das war's auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Mittwoch. Wie sagt man so schön, bergfest, bleibt positiv. Bis morgen. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.